Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einer Gymnastik für unsere Bandscheiben. Wir werden all die Muskeln rund um die Bandscheiben, also rund um unsere Wirbelkörper trainieren, denn die sind wichtig, dass sie uns aufrecht halten und die sind auch ganz wichtig, dass sie frühzeitig aktiv werden, wenn wir uns im Alltag bewegen oder auch im Sport bewegen. Die schützen sozusagen unsere Wirbelgelenke und unsere Bandscheiben, diese kleinen tiefliegenden Muskeln rund um die Wirbelsäule. Und wichtig für unsere Bandscheiben ist, dass wir uns überhaupt bewegen, denn so werden die Bandscheiben mit Nährstoffen versorgt. Also nur durch diese Bewegung, wie ein Schwamm, kann man sich das vorstellen, den man auspresst, der sich dann wieder richtig mit Nährstoffen und Flüssigkeit vollsaugen kann. Bandscheiben werden nämlich auch etwas poröser und sind nicht mehr so saftig, wenn wir älter werden. Und wenn wir uns bewegen, dann kann man die wieder schön saftig bekommen. Also, das Wichtigste ist vielleicht auch noch zu wissen, dass wenn wir einen Bandscheibenvorfall haben, das nicht unbedingt schmerzhaft sein muss, nur wenn er wirklich auf die Nerven drückt. Das ist meistens kein Vorfall, sondern ein Rückfall, aber man nennt ihn Bandscheibenvorfall. Und oft entsteht es natürlich durch falsche Haltung. Und wie du weißt, manche Menschen gehen so durch die Welt, die haben ihre Körpermitte eher hier und dann wundern sie sich, warum sie irgendwann mal Probleme im unteren Rücken bekommen. Dann gibt es auch manche Menschen, die haben die Körpermitte hier. Dann bekommt man auch eher Rückenprobleme. Oder es gibt auch Menschen, die haben die Körpermitte eher hier und gehen im Alltag so durch die Welt. Also viele wissen gar nicht mehr, wo befindet sich denn meine Körpermitte. Und so fangen wir jetzt auch mal an. Und ich nutze den Topanga, der hat 3 Kilo. Ein Gewicht, das uns die Information von oben gibt, wenn wir ihn auf die Schulter legen. Dieser Druck durch die 3 Kilo erzeugt die Information an unsere Rumpfmuskulatur, dass sie aktiv werden muss. Und wir stehen jetzt wie ein Wolkenkratzer, der ganz oben ganz viel Gewicht hat. Und wir müssen unsere Körpermitte anspannen, um nicht umzukippen, um nicht umzufallen. Also wir stehen aufrecht, 3C, also Großzehenballen, Kleinzehenballen, Ferse, Knie, etwas durchlässig, die Arme erstmal neben dem Körper hängen lassen. Wenn du möchtest, dann schließ ruhig mal deine Augen und spür, wie der Druck von diesem Gewicht deine Rumpfmuskulatur aktiv werden lässt. Und vielleicht merkst du auch schon, dass du ganz bewusst aufrecht stehst, dass man fast gar nicht die Chance hat, jetzt krumm zu stehen und seine Körpermitte an einer Stelle zu haben, wo sie gar nicht hingehört. Unsere Körpermitte ist so 2, 3 Finger breit unter unserem Bauchnabel. Dann pendel ganz leicht nach vorne auf deinen Vorderfuß und pendel auf deine Ferse. Und spür, wie du dich hier aus der Mitte bringst. Und vielleicht spürst du auch mal hinein in deine Wirbelsäule. Vielleicht merkst du auch deinen Beckenboden, deine tiefe Bauchmuskulatur, die aktiv wird, sobald du dich da ein bisschen aus der Balance bringst. Denn das wollen wir natürlich. So können wir unsere tiefen Muskeln dann auch trainieren. Aber jetzt möchte ich nur mal, dass du merkst, wo sich deine Mitte befindet. Nimm mal dein rechtes Bein ein Stück nach vorne und versuch einen Schritt, ich komme mal leicht seitlich zu dir, einen Schritt zu machen. Rechts vor, links zurück und ganz bewusst Rückseite, Vorderseite spüren. Jetzt werde mal kleiner in beide Richtungen. Versuch dich mal so einzupendeln, dass du irgendwann das Gefühl hast, auf beiden Füßen gleichmäßig zu stehen und deine Vorder- und Rückseite gleichmäßig aktiv ist. Dann stehst du aufrecht. Das Ganze auch mit dem linken Bein. Und lass dir ruhig Zeit mit dem Einpendeln. Mache erstmal einen großen Schritt. Vorsicht, dein Becken bewegt sich natürlich mit. Schritt nach vorne, Schritt zurück. Spür, wo du außerhalb deiner Mitte bist. Und dann wirst du auch hier wieder kleiner und versuchst dich in der Mitte einzupendeln. Rück deine Füße noch mehr schließen und mal schauen, wo du vorne und hinten eine gleichmäßige Spannung hast. Gut,
merkt ihr einfach diese gleichmäßige Körperspannung. Denn jetzt gehen wir mit einem Schritt nach außen, rechts, links. Mach mal so ein bisschen eine größere Grätsche und verlagere dein Körpergewicht hier nach rechts und links. Lockere, aufrechte Haltung ist wichtig. Spür deine seitliche Rumpfkraft. Und wo du aus der Mitte dich bewegst. Auch hier deine Füße etwas näher zusammen. Pendel nochmal nach rechts und links. Bring dich ruhig aus der Mitte. Und vielleicht kannst du langsam irgendwann zur Mitte kommen. Und eine gleichmäßige Rumpfspannung jetzt spüren. Sehr gut. Jetzt müsstest du merken, Vorderseite, Rückseite, seitliche Muskulatur ist aktiv. Jetzt nimmst du mal ein Bein nach oben. Bleib so stabil, heb ein Bein, bleib mit dem Rücken ganz gerade. Geht. Wenn du jetzt schon wackelst, dann ist es Training, das ist gut so. Um jetzt noch nicht auszugleichen mit den Armen, nehmen wir unsere Arme einfach mal ganz eng an den Topanga ran. Lass deine Arme wirklich hier. Und wenn du das Gefühl hast, das geht ganz gut und du wackelst noch gar nicht so, dann nimmst du jetzt nur mal die Augen nach rechts und links. Und vielleicht merkst du, dass du schon zu wackeln beginnst. Dann trainierst du. Wir müssen also minimale Bewegungen im Rumpf machen, um diese tiefen Muskeln zu aktivieren. Mal wieder nach vorne schauen. Und wenn du kannst, versuchst du jetzt den Kopf zu drehen, nach rechts, nach links. Relativ zügig, denn so können wir unseren Gleichgewichtssinn im Innenohr irritieren. Nicht länger wie 20 Sekunden, wieder zur Mitte kommen. Kurz entspannen. Einmal vielleicht Seitenvergleich. Die eine Seite fühlt sich vielleicht jetzt verwurzelter an wie die andere. Und dann hebst du das andere Bein nach oben. Versuchst erst wieder die Balance zu finden. Wenn du das Gefühl hast, das geht gut, das darf gewackelt werden, denn das ist genau das Training. Dann nimmst du deine Augen wieder von rechts nach links, aber nur die Augen. Also ich wackel schon. Und wenn du jetzt noch nicht so ganz wackelst, dann trau dich ruhig auch mal den Kopf nach rechts und links zu bewegen. Spür auch wieder dein Fußgelenk, dein Kniegelenk, Hüftgelenk arbeiten. Und wieder nach vorne schauen und absetzen. Sehr gut. Was gespürt? Okay, dann gehen wir jetzt mal eins tiefer. Du nimmst den Topanga mal runter und kommst runter auf deine Knie und nimmst ihn einmal rund um deine Taille. Der Topanga ist jetzt auch taktile Unterstützung, also wirklich ein Druck, ein leichter auf deinem Rücken. Das soll auch so sein, denn das unterstützt dich in der Wahrnehmung. Lass deine Hände mal richtig schön gespreizt unter deinen Schultern und deine Knie unter deinen Hüftgelenken. Zieh dich aus deinen Schultern heraus, hol deine Bauchdecke nach innen oben und jetzt darfst du mal den Rücken ganz leicht nach oben bewegen und wieder nach unten in Richtung Boden und spür mal diese 3 Kilo, es ist nämlich gar nicht so wenig, wie deine Körperwahrnehmung im Rücken verändert. Du kannst es auch gerne mal ganz ohne Gewicht probieren. Den Unterschied spüren, wenn du möchtest. Versuch jetzt nicht mehr ganz so weit nach oben zu schieben und nicht mehr ganz so weit nach unten. Pendel dich in die Mitte ein, dass du das Gefühl hast, du hast dich wirklich mittig eingependelt. Dein Rücken befindet sich in der neutralen Position. Dein Bauchnabel ziehst du nach innen oben und jetzt gib mal mit deiner rechten Hand und deinem linken Knie Druck in den Boden. Atme aus. Einatmen, lösen. Ausatmen mit der anderen Seite. Linke Hand, rechtes Knie. Druck, ausatmen. Vielleicht mal reinspüren in deinen Bauch, in deinen Rücken. Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Merkst du?
durch den Topanga spüren wir das wirklich besser, wie wenn wir jetzt kein Gewicht hätten. Und wenn das ganz gut klappt, dann kannst du jetzt mal ausatmend, eine Hand drückt ein Bein und die andere Seite streckst du mal ganz lang. Und dann wechselst du. Und löst ein, ausatmen, strecken, einatmen, lösen. Lass deinen Rücken ganz stabil, richtig fest stabil. Letzten Male noch. Mit mehr wahrnehmen. Dann bleibst du in der Mitte. Kommst langsam zurück. Setz dich in Richtung Fersen. Und entspannst mal deine Handgelenke, deinen Rücken kurz. Und drückst dich noch einmal wieder zum Sitzen. Nimm den Topanga noch mal raus hier. Komm einmal zum Sitzen. Und dreh dich jetzt mal in die Rückenlage. Entweder über die Seite oder fast ein Bein. Topanga gleich mitnehmen. Dann müssen wir nicht von der Seite hochhieven. Und rollst dich ab. Bleib jetzt erstmal hier entspannt liegen. Nimm den Topanga über dein Brustbein. Einfach mal nur in deinen Händen halten. Und deinen Rücken mal so ein bisschen wahrnehmen. Ist der jetzt fest am Boden oder hast du im unteren Rücken ganz leicht Luft? So ein bisschen Luft ist eigentlich die natürliche Lordose. Wenn du mal nach oben schaust und dein Schambein, deine Beckenknochen sich parallel zum Boden befinden, dann liegt dein Becken auch richtig. Und jetzt bleibst du genauso und versuchst mit dem Ausatmen mal das Gewicht hinter deinen Körper zu bewegen und mit dem Einatmen wieder nach oben. Was gespürt? Versuche also wirklich deinen Rücken hier zu halten und nur aus deiner Bauchmuskulatur den Topanga wieder nach vorne ziehen und lösen. Es müsste schon ganz schön schwer sein. Ausatmen, einatmen. Wenn du möchtest, bleibst du genau bei der Bewegung. Und wenn du es noch etwas erschweren möchtest, dann kannst du das ja auch gleich gerne tun, aber es reicht auch, wenn du einfach mal hier bleibst. Und wenn du möchtest, dann hebst du jetzt zurückgehend einen Fuß ganz leicht über den Boden ab und kommst wieder nach vorne, setzt ihn wieder ab. Ausatmend anderes Bein, aber Becken bleibt ruhig und stabil. Einatmen und wieder ab. Ausatmen, heben. Wenn dir das zu viel ist, wirklich unbedingt bei der einfachen Position bleiben. Vielleicht möchtest du auch noch ein Bein Richtung Boden ausstrecken. Muss nicht sein. Letzten Wiederholung. Ein letztes Mal und dann kommst du langsam wieder zurück. Nimmst deinen Kopf mal nach oben, darfst gemütlich deinen Kopf auf den Topanga legen und entspannst dich. Streck deine Beine, atme ruhig mal ganz tief in deinen Bauch ein und aus. Also wir haben wirklich die Muskeln rundherum stabilisiert. Ganz wichtig für eine stabile Wirbelsäule. Stell die Füße nacheinander auf. Arme, Rücken ein bisschen weiter nach oben. Deine Knie, so wie sie sind, auf eine Seite kippen lassen. Kopf zur Gegenseite.
Dann kommst du nacheinander wieder zurück. Nochmal zur anderen Seite kippen. Kopf zur Gegenseite. Und dann langsam wieder zurückkommen. Einmal den Topanga nach oben nehmen. Schiebe ihn dir weiter nach hinten weg. Dreh dich auf die Seite, ganz rückengerecht über die Seite nach oben. Einmal eins weiter auf deine Knie. Und dann beweg dich ruhig nochmal in allen möglichen Richtungen jetzt. Ganz wichtig, die Wirbelsäule nochmal richtig durchzubewegen. Wie gesagt, wichtig ist eigentlich, dass sie mobil ist, beweglich bleibt. Natürlich auch, dass sie stabil ist, aber diese Beweglichkeit ist für den Alltag ganz wichtig. Stell deine Fußspitzen auf, zieh dich mit dem Steißbein zur Decke. Gerne auch deine Knie beugen. Wenn du kannst, dann versuchst du sie ruhig mal zu strecken, aber gern gebeugt lassen. Und dann auch da nochmal deine Wirbelsäule durchbewegen. Vielleicht die Knie nochmal mit anbeugen und strecken. Mit den Händen oder Beinen nach vorne zu den Händen marschieren. Knie beugen, aufstützen, Rücken rund. Den Rücken noch einmal gerade. Noch einmal ganz rund. Und nochmal gerade. Und wenn du gerade bist, dann komm nach oben zu mir. Zum Stehen. Bleib nochmal stehen. Ganz aufrecht. Schultern lösen. Nochmal hüftschmal geöffnet. Und jetzt gerne nochmal deine Augen schließen, denn jetzt haben wir das Gewicht nicht mehr auf den Schultern, aber du darfst nochmal vor, zurück wippen. Mit geschlossenen Augen nochmal reinspüren in deine Rumpfmuskulatur. Vielleicht auch in deinen Stand, in deine Stabilität im Rumpf. Und auch mal nach rechts und links ganz leicht pendeln. Und dann versuchst du dich ganz langsam in deine Mitte einzupendeln. Schau mal, dass du die drei Punkte wieder bewusst auf dem Boden hast. Großzehenballen, Kleinzehenballen, Ferse. Deine Knie sind etwas durchlässig. Vielleicht merkst du, dass deine Schultern jetzt entspannt sind, wenn du aufrecht stehst. Dass dein Brustbein sich nach diagonal oben gehoben hat. Dein Gesicht entspannt ist. Ausatmen, nochmal deine Augen wieder öffnen. Einatmen, streck dich nochmal ganz lang in Richtung Decke. Atme aus und lass dich nochmal ganz locker fallen. Nochmal einatmen, lang. Und einmal aus, ein Stück fallen lassen und ein letztes Mal ein. Zieh dich nach oben, räkel dich, streck dich. Lass durchblutet all die Muskeln rund um die Wirbelsäule. Richtig lang machen in allen möglichen Richtungen vor allem. Dann öffnest du deine Arme, heb dein Brustbein, atme ein und atme aus. Sehr schön, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, du fühlst dich aufgerichtet und deine Wirbelsäule, dein Rücken fühlt sich gut an. Wenn es dir Spaß gemacht hat, natürlich gerne einen netten Kommentar hinterlassen, würde mich richtig freuen. Ich versuche auch immer zu antworten. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann gerne tun. Dann bekommst du nämlich auch immer Info, wenn ich wieder ein neues Video auf YouTube stelle. Aber nur, wenn du da die graue Glocke neben dem Abo-Button drückst. Oder ganz einfach, bis zum nächsten Mal.